www.zweitewelle.de, das unabhängige Handball-Online-Magazin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin etwas heiser, insofern bitte ich das zu entschuldigen. Aber es war ja auch ein aufregendes Spiel. Ich darf Sie herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Spiel DHC Rheinland gegen TSV Hannover Burgdorf. Sie haben es miterlebt, das Spiel endete 23-27. Ich darf Ihnen an dieser Stelle auch kurz die Ergebnisse der anderen Spiele mitteilen, die heute stattgefunden haben. TuS Lübbecke, THW Kiel 27-28, MT Melsungen gegen HSG Wetzlar 26-24, Flensburg-Handewitt gegen Ahlenhamm 36-29, HSV Hamburg gegen Balingen 35-28 und VfL Gummersbach gegen Friesenheim 28-25. Das Spiel Großwaldstadt gegen Göppingen ist noch nicht beendet. Ich darf herzlich begrüßen hier bei der Pressekonferenz von außen gesehen den Pressesprecher von TSV Hannover Burgdorf, Holger Stab, den Trainer der Mannschaft Aaron Christiansson, den Trainer des DHC Rheinland, Kai Wandschneider, und den Spieler, der heute zum ersten Mal nach etwa 9 Monaten wieder zum Einsatz kam in einem Heimspiel, nachdem er ja schon in Magdeburg gespielt hat, Tobias Platz. Ich darf Aaron Christiansson bitten, mit seinem Kommentar zu beginnen. Dankeschön. Danke. Danke fürs Spiel in Rheinland. Wir sind selbstverständlich sehr zufrieden mit diesem Auswärtssieg. Wir wissen, dass wir haben das gewiss, dass hier ist nicht einfach zu 2 Punkte zu holen, und Rheinland wollte unbedingt gewinnen. Aber wir haben eine sehr gute Mannschaftsleistung gebracht, und ja, in diese Mannschaftsleistung kann man sagen, dass das sind zwei Sternen. Poljesewicz in die Tor hat sehr gut gehalten, und Lars Lenov hat sehr gut gespielt am Linksaußen, und ja, er ist doch gefragt an die anderen, die Mannschaft, und wir wollen ein bisschen Casino gehen heute Abend, weil er hat also alles getroffen, und das war ein ganz schönes Spiel auf Lars, und das war sehr zufrieden. Aber diese zwei Spieler hat das gut gemacht, aber man muss auch gucken auf die Abwehr, die macht das sehr gut, Jacek und Wigner in die Mittelblock zum Beispiel, die sind sehr beweglich und können Rheinland in viele schlechte Wurfpositionen bringen. Und ja, in der ersten Halbzeit haben wir zu viele Fehler gemacht in die Gegenstoßspiel, aber die Abwehr war ganz gut. Und in die zweite Halbzeit denke ich, dass die Leistung war sehr gut bei in beide Enden, kann man sagen. Okay, Aaron Christiansson, vielen Dank für den ersten Kommentar. Kai Wandschneider, es sah lange so aus, als könnte der DHC mithalten heute, hat dann aber in der zweiten Halbzeit irgendwann den Anschluss verloren, und du kannst erklären, woran das lag. Ja, zunächst mal herzlichen Glückwunsch an Aaron und Hannover zum Sieg, der über die volle Spielzeit gesehen natürlich so in Ordnung geht. Es ist genauso, Detlef, wie du das geschildert hast. Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, auf Augenhöhe. Aber so ab der 45. Minute hat man gesehen, dass dem einen oder anderen Spieler die Kraft ausgegangen ist, und dass wir halt Probleme haben, bestimmte Spieler gleichwertig zu ersetzen. Sehr positiv war die Leistung von Hannes Lindt heute, dem aber nachher ein bisschen die Kraft ausgegangen ist. Das hat man in der Abwehr gesehen. Becky Svensson hat ganz gut angefangen, dann aber leider den Faden verloren. Wieder gutes Spiel, erstaunlich für den 21-jährigen Max Holz. Was schade war, dass wir bei allen 4 Siebenmetern heute gescheitert sind. Endstand war, glaube ich, 23-27. Und was eigentlich ungewöhnlich für uns ist, das zeigt schon, dass Poljesewicz einen großen Eindruck auf unsere Schützen gemacht hat. Ja, wie gesagt, ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf. Sie hat alles gegeben, sie hat gekämpft, sie war von Beginn an da, sie ist auch gut aus der Halbzeit
rausgekommen, aber so in den letzten 12, 13 Minuten, als Hannover sich dann kontinuierlich abgesetzt hat, da hat man dann gemerkt, dass wir nicht mehr mithalten konnten. Und das haben wir ja auch schon in einigen anderen Spielen dann erlebt, wobei die knapper waren, also gegen Mannschaften aus dem letzten Drittel. Also spielen, denke ich, viele Sachen mit rein. Man darf nicht vergessen, dass es eine sehr junge Mannschaft ist, der noch Erfahrung fehlt halt im Abstiegskampf. Der Rückraum hat da keine Erfahrung. Und ja, insofern, denke ich, geht der Sieg für Hannover in Ordnung. Ja, vielen Dank, Kai. Holger Stab, Pressesprecher des TSV Hannover-Burgdorf. Du warst im Grunde genommen oder kannst sehr zufrieden sein mit dem Ausgang des Spiels. Vielleicht schilderst du nochmal den Verlauf des Spiels aus deiner Warte. Ja, für mich also ganz klar aus einer starken Abwehr heraus mit einem super Pujetovic im Tor. Ich meine, es waren 4 von 5 Siebenmeter, die er gehalten hat. Und dann natürlich mit einem überragenden Lars Lehnhoff vorne, der die Bälle gesetzt hat, war es ein verdienter Sieg für die TSV. Für uns im Grunde genommen eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass wir im letzten Spiel der Rückrunde nochmal ein Zeichen gesetzt haben. Denn wir müssen jetzt zu den Füchsen Berlin fahren und haben danach noch Melsungen in diesem Jahr. Und wir hatten vor dem Lübeck-Spiel 8 Spiele ohne Niederlage. Und deshalb waren diese beiden Siege jetzt in Folge sehr, sehr wichtig für den Verein und für die Mannschaft, dass wir da unten ein bisschen rauskommen und dass wir ein bisschen Abstand zu den Abstiegsplätzen haben. Okay, vielen Dank. Tobias Platz hatte ich vorhin schon auch hier vorgestellt. Tobias, du bist auch der stellvertretende Kapitän der Mannschaft. Du kannst nach den 17 Spielen, auch wenn du jetzt 2 davon nur mitgemacht hast, sicherlich ein Fazit aus Sicht der Mannschaft ziehen. Ja, im Moment ist es schwer. Also ich hänge noch ein bisschen am Spiel. Klar, 4 Punkte sind zu wenig für die Hinrunde. Aber ich denke, das Falscheste wäre jetzt den Kopf ins Sand zu stecken. Zu sagen, okay, wir haben eh keine Chance mehr. Wir müssen weiter an uns arbeiten. Das nächste Spiel kommt. Da werden wir alles versuchen. Wir müssen kämpfen, fighten. Und ich denke, wenn wir vielleicht mal ein Erfolgserlebnis haben, können wir vielleicht auch mit ein bisschen Glück eine Serie starten. Und dann ist vielleicht noch was möglich. Also aufgeben werden wir es sicherlich nicht. Okay, Tobi. Ich darf Sie um Ihre Fragen bitten. Es ist eine Menge gesagt worden, wie zumeist bei den Pressekonferenzen. Ich habe den Eindruck, dass keine Frage mehr gestellt wird. Dann frage ich Kai Wandschneider. Nach 17 Spielen in der letzten Saison hatte der damalige TSV Dormagen 6 Punkte auf der Habenseite. In diesem Jahr sind es 4. Das heißt, es müssen in der Rückrunde 2 mehr geholt werden. Wo könnte das sein? Wo das sein kann, ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal. Hauptsache, es passiert. Und muss sagen, wir haben einen starken Umbruch. Das, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, also die Führungsspieler sind alle weg. Ich mache den Spielern, die wir hier haben, überhaupt keinen Vorwurf. Die ziehen alle voll mit. Ich halte sehr viele Spieler für sehr talentiert, die werden ihren Weg gehen, aber sie sind halt jung, unerfahren, müssen extrem viel Verantwortung übernehmen. Die Spielanlage ist sehr gut, wir haben eine bessere Abwehrleistung sogar, weil da haben wir noch mit Matzi den alten Chef behalten und mit Eike einen zweiten Mann, der da gut spielt, und mit Vitali, der eine ausgezeichnete Saison spielt, meiner Meinung nach seine beste Erstligasaison, jetzt seine dritte. Und da sieht man, da sind sogar 5 Mannschaften hinter uns von den kassierten Toren. Aber wir machen, das war ja auch schon unser Problem in den ersten 2 Jahren, weniger Tore als die anderen im Angriff. Dieses Jahr nochmal weniger im Schnitt. Ja, das liegt einfach daran, dass wir einen Juniorenrückraum haben. Ja, das ist sehr erstaunlich, wie sich Max Holz hier entwickelt hat als zweiter Mann auf links außen in den letzten beiden Jahren, 21 Jahre alt. Der macht das klasse, aber er ist natürlich nicht dafür zuständig, jetzt aus dem Rückraum von 9 Metern die Tore zu machen. Und
Da fehlen uns Spieler, die das konstant bringen, ja, Spiel für Spiel. Dass das Potenzial dafür da ist, hat man immer mal in dem einen oder anderen Spiel gesehen. Aber die Spieler können es halt nicht konstant abrufen. Zudem kommt in knappen Spielsituationen halt, dass der ein oder andere Spieler dann eben auch den Kopf verliert. Ja, das müssen wir abstellen. Die Spieler haben ja jetzt ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und von daher, ich sehe das genauso wie Tobi. Wir werden nicht aufgeben, das sind wir uns selber schuldig, dem Verein schuldig und auch unserem Publikum schuldig. Und von daher gilt es eben auch für Nettelstedt jetzt nochmal alles zu geben. Und wie Tobi sagt, ich denke, dass das auch eine Kopfsache ist. Wenn die Spieler mal ein Erfolgserlebnis haben, wird das Selbstbewusstsein auch wieder wachsen. Und ansonsten, wie gesagt, nach vorne gucken, weiterkämpfen. Vielen Dank, Kai. Aaron, der Holger hat es gerade schon gesagt, ihr müsst jetzt nach Berlin fahren. Wir haben gestern Abend, diejenigen jedenfalls, die es verfolgt haben, im Fernsehen gesehen, dass sich die Berliner gelegentlich auch schwer tun. Jetzt, das war gestern gegen Magdeburg. Das heißt, ihr fahrt nicht chancenlos nach Berlin, oder? Nein, das machen wir nicht. Das ist immer ein neues Spiel und man hat immer eine Chance, aber ich glaube auch, man hat dieses Spiel gegen Berlin-Magdeburg gesehen, dass die Berliner sind nicht gut drauf von Anfang. Und das hat ausgesehen, dass Magdeburg einen sicheren Sieg wollen haben, aber in der zweiten Halbzeit hat die ein sehr gutes Charakter gezeigt und dieses Spiel ja, gewonnen. Und man hat sich gefragt nach dem Spiel, also, wie können wir dieses Spiel gewinnen? Aber ja, vielleicht kriegen wir ein Weihnachtsgeschenk in Berlin. Okay, wir wünschen euch das. Und wir hoffen, dass wir am Sonntag ab 17.30 Uhr, ab Sonntag 17.30 Uhr, 26. Dezember hier im Sportcenter, dann auch, ja, wir müssen so krass auch sagen, den ersten Heimsieg und wahrscheinlich dann auch, ja, das ist dann auch logisch, der einzige Heimsieg in der Hinrunde in diesem Jahr, um das nochmal konkret zu sagen, in diesem Jahr als DHC Rheinland feiern können. Das wäre schön, wenn das klappen könnte. Und wir hoffen auch, dass Sie uns alle dabei unterstützen. Zumindest diejenigen, die noch oben jetzt dieser Pressekonferenz beigewohnt haben. Ich darf Ihnen ein frohes Weihnachtsfest wünschen. Sollte jemand verhindert sein am 26. Dezember, wünsche ich auch schon ein frohes neues Jahr. Aber ich hoffe, wir sehen uns alle noch am Sonntag. Vielen Dank und kommen Sie gut nach Hause. Ich wollte auch noch kurz... Oh ja! www.zweitewelle.de, das unabhängige Handball-Online-Magazin.